Mama, der Fernseher ist kaputt. Nein, Peter, er ist nicht kaputt. Weißt du, der Fernseher wurde 1928 auch Fernsehkino oder TVH genannt. Aha. Hallo, mit dieser Einleitung willkommen zu unserem Referat über den Fernsehapparat. Als Fernsehapparat oder Fernsehgerät wird ein Gerät zum Empfangen und zur Wiedergabe von Fernsehsignalen bezeichnet. Die Idee für einen ersten mechanischen Fernsehapparat wurde bereits 1886 von Paul Nitzkow in einem Patent dargelegt. Er gilt damit als der eigentliche Erfinder des Fernsehens. Gebräuchlich für Fernsehgeräte ist auch die Bezeichnung Fernsehempfänger. In Anspielung auf das anfangs noch leicht wahrnehmbare Flimmern der bewegenden Bilder wird der Fernsehapparat umgangssprachlich oft auch als Flimmerkiste bezeichnet. Weitere umgangssprachliche Bezeichnungen für den Fernsehapparat sind zum Beispiel Glotze, Fernseher, Pantoffelkino und Mattscheibe. Nun etwas zum Thema Flachbildschirm. Diese konventionellen Röhrenfernsehgeräte werden heute zunehmend von Flachbildschirmgeräten abgelöst, die im Wesentlichen auf den Paneltechniken LCD und Plasma basieren. Entsprechend spricht man von einem LCD-Fernsehgerät oder einem Plasma-Fernsehgerät. Im Jahr 2006 wurden in Deutschland erstmals mehr Flachbildgeräte verkauft als konventionelle Röhrengeräte. Weltweit wurden 2007 erstmals mehr Flachbildschirmfernsehapparate als Röhrengeräte verkauft. Fernsehen unterscheidet sich vom Lesen dadurch, dass der Betrachter oder Zuschauer seinen Blickfeld nicht nur auf ein kleines Detail oder eine Darstellung, sondern überwiegend auf ein Gesamtbild richtet. Dieses ist beim Fernsehen meist bewegt. Im Gegensatz zum Lesen muss zum Fernsehen also ein Mindestbetrachtungsabstand zum Bildschirm eingenommen werden. Dieser Mindestabstand steigt proportional mit der gewählten Bildschirmdiagonale. Nur so kann das menschliche Auge beim Fernsehen ohne Anstrengung einem gesamten Bildeindruck folgen. Auf einem Computerarbeitsplatz ist hingegen Fernsehen erst möglich, sobald der Zuseher seinen Betrachtungsabstand zum Bildschirm vergrößert oder am Computerbildschirm ein entsprechend kleines Programmfenster mit einer Videodarstellung öffnet. Bei demselben Bildschirm erfordern also Fernsehen und das Lesen einer Internetwebsite unterschiedliche Betrachtungsabstände. Eine Alternative für die Lesbarkeit von Texten im Fernsehbetrachtungsabstand ist, diese in großen Schriften anzuzeigen. Allerdings scheidet dadurch das Anzeigen von gewöhnlich formatierten Webseiten am Fernsehgerät aus. Bis vor einigen Jahren wurde unter dem Begriff Fernsehgerät grundsätzlich ein sogenanntes Röhrenfernsehgerät verstanden, wobei sich der Begriff Röhre auf das Hauptteil, die Kathodenstrahlröhre, bezieht. Diese wird auch oft als Braunsche Röhre bezeichnet, nach ihrem Erfinder Karl Ferdinand Braun, und entsteht auf einem unter Vakuum stehenden trichterförmigen Glasbehälter, in dem je nach der gewünschten Helligkeit eines Bildpunktes mehr oder weniger Elektronen von der Kathode, eine Glühbirne, ähnlich wie in herkömmlichen Glühbirnen, an der Rückseite des Fernsehgerätes mittels Hochspannung herausgelöst und so weiter von liegenden Anode hin beschleunigt wird. Die Hochspannung der Anode wird in der Regel durch ein sogenanntes Zeilentrafo erzeugt und beträgt je nach Bildschirmgröße 6000 bis 33000 Volt. Sie kann auch nach dem Abschalten noch eine ganze Weile lang weiter bestehen bleiben. Aufgrund der geringen Leistung ist diese Spannung für Menschen im Allgemeinen nicht tödlich. Es kommt aber bei einer Berührung zu sehr starken Reflexionen und Muskelbewegungen, die körperliche Schäden und Sachschaden
anrichten können. Deshalb sollten Arbeiten im Inneren von Fernsehröhrengeräten nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Bereits seit den 1950er Jahren gibt es in den Kinos 3D-Filme. Hintergrund der Entwicklung war, dass immer mehr Zuschauer den teuren Kinos fernblieben und lieber zu Hause fernsahen. Daher suchten Filmproduzenten nach Innovationen, um die Zuschauer wieder ins Kino zu locken. Die farbanaglyphe Raumbildprojektion schien hierfür ein geeignetes Mittel. Hierbei wird zunächst ein Film mit Stereokameras aufgenommen, wodurch zwei vom Betrachtungswinkel leicht versetzte Bildeindrücke entstehen. Bei der Wiedergabe wurde ein Bild rot und ein Bild grün eingefärbt und auf derselben Projektionsfläche wiedergegeben. Die Zuschauer trugen spezielle Brillen mit einem roten und einem grünen Filter vor dem jeweiligen Auge. So bekam jedes Auge nur ein Bild zu sehen, setzte es wie beim normalen Sehen zu einem zusammen und generierte räumliche Wahrnehmung. Wegen der notwendigen Farbwiedergabe konnte diese Technologie nur im Kino angewendet werden. Da Heimfernsehgeräte damals nur Schwarz-Weiß-Bilder darstellen konnten. Mit dem Aufkommen des Farbfernsehens verschwand die Technik wieder zustehend. Digitaler Fernsehempfang. Ein erstes Ergebnis war TV-Sat und D2 Mac. Das aber nicht den Weg in die Rundfunkempfänger fand. Die Digitalisierung des Fernsehens erfolgte seit diesem Zeitpunkt in zwei parallel getrennten Bereichen. Erstens, Digitalisierung des Empfangsweges DVB oder IP. Digitalisierung der Bildausgabe Flachbildschirm. Fernsehgeräte mit digitaler Verarbeitung wie auch digitale Flachdisplays gelten heute als Standard. Voll digitale Fernsehgeräte, die sowohl über digitalen Empfang, digitale interne Verarbeitung als auch ein digitales Display verfügen, werden IDTV genannt. Jetzt sind wir so ganz hier. Sehen wir gleich. Fang an. Mama! Der Fernseher ist kaputt! Action! Mama! Der Fernseher ist kaputt! Fernsehgerät! Eigentlich wie ein Gerät. Hallo und mit dieser Einleitung willkommen zu unserem Referat oder Fernsehgerät wird ein Gerät zum Empfangen von Nick Poe. Bessere Umgangssprache. Fernsehapparat Umgang. Der Rektor. Ja, Fernsehgeräte. Geht. Nun etwas zum Thema Flachbildschirm. Diese konventionellen Röhren. Wie hier sind. Mauer, du ja, dreh doch! Auf einem Computer
Fernsehapparat. Fernsehapparat, Fernsehapparat. Fernsehapparat. Ist das ein Fernsehapparat? Nein, das ist kein Fernsehapparat. Nein, das ist mein Spiel für ein Xbox 360. Das ist ein Fernsehapparat. Nee, nee. Was sind die überhaupt? Ja, ist schon.